Tor 1, Dennis Dressel von 1860 München, der im Spiel gegen Waldhof Mannheim in der 6. Minute der Nachspielzeit ein besonderes Kunststück vollführt. Den Ball zum 2-0-Sieg einschieben wäre viel zu leicht und irgendwie auch zu offensichtlich. Dressel macht's clever, spielt zunächst Doppelpass mit dem Pfosten und schiebt dann erst ein. Ein Geniestreich, der Waldhofstorhüter komplett verwirrt und den 60er Trainer Michael Köllner in Ekstase versetzt. Tor 2, Baschkim Aydini vom VfL Osnabrück. Der Verteidiger hat erst neulich gesehen, wie elegant Lionel Messi den Ball mit der Hacke ins Tor befördern kann und kam im letzten Training halt nicht zum Üben. Wie gut, dass Kiels Niklas Hauptmann ihm den Ball perfekt vorlegt. Dann nur noch die elegante Drehung, Hacke, Tor, so schön kann Fußball sein. Tor 3, Felix Götze vom 1. FC Kaiserslautern. Nach toller Hereingabe von der rechten Seite, der Duisburger lässt Götze zunächst Aziz Buhadus den Vortritt beim Kopfball, ganz nett, um dann genau dort zu stehen, wo ein Angreifer stehen muss, wenn sich eine Chance ergibt. Dass er schließlich noch zu versuchen scheint, den Ball mit der Hand zu retten, macht die Szene nur noch viel sympathischer. Tor 4, Lara Prasnica von Eintracht Frankfurt. Im DFB-Pokal-Halbfinale gegen den SC Freiburg schaltet Prasnica sofort, als sie mitbekommt, dass Rebecca Knaack ihr den Ball möglichst punktgenau an die Torlinie legen will. Mit vollem Körpereinsatz wirft sie sich rein, trifft ins Tor und kann den Sturz auf den Rücken dadurch noch viel besser verkraften. Tor 5, Angelo Stiller von Bayern München 2. Dieses Tor ist eigentlich gar nicht so kacke, bietet aber einen Seltenheitswert, denn was sich die Münchner in den Sekunden vor dem Treffer mit Gegner Lübeck abliefern, ist mit dem Wort Slapstick nur unzureichend beschrieben. Keine sportliche Glanzstunde beider Teams, die Stiller mit seinem Treffer einfach nur beenden möchte.